Position und hinten ist es Schröter gegen Jache Berero. Es gibt nicht viele mehr Positionen. Lukas Tolovic hast du im Bild auf der 24, also auch da geht etwas weiter, also auf der 4. Situation, würde ich einmal sagen, es war hier mit keiner bösen Absicht. Wer weiß, die Verträge angeblich sogar schon unterschrieben. Vielleicht ist das die Motivation für ihn. Also jetzt sogar auf dem Podium. Sehr gut, Marquez. Und jetzt muss er kommen. Nicht ganz so glauben, dass er da noch ganz nachdrücken. Natürlich schön für alle Damen jetzt, dass er auf diesen zweiten Platz bleibt, dass er den halten kann. Das ist so unwahrscheinlich schwer gegen Nick Mora. Das ist so ganz tatsächlich. Und jetzt ist die Schlussphase eröffnet. Auf sein erstes Tor. Und das könnte die Gefahr sein. Ich weiß nicht, was würde jetzt passieren, wenn Lincoln da irgendwo vorbeigehen würde. Dann hätte er den Vorteil für die Gruppen geschossen. Der hat sich ein bisschen von den beiden Pfeifern genommen. Da müsste wirklich nicht ganz so haben. Das macht doch was. Das wird die Enge. Jonas Folger ist ebenfalls durchgekommen als 17. Alle natürlich jetzt durch in dieser Schlussphase und Lecuona liegt im Fußball. Ich habe keine Worte für dieses Rennen. Eigenfehler. Ja, der Rutschland war mit vorne Nord. Klassischer Absteiger. Und Tommy Gartenbach, der hinter uns steht, der den Sieg geholt hat. Glückwunsch an Brad Bindels. Leider leer ausgegangen, Dominik Eggerter als 20. Genau eine halbe Minute Rückstand auf den Sieg, den Spanier, seinen ehemaligen Teamkollegen. So, die Entschuldigung. An den Mann aus Deutschland, an Marcel Schröter. Ich sehe jetzt nochmal Applaus für Brad Binder. Und Pokal für Alex Marquez. Und Marcel, was war das?